Ihr hört hier Post-Punk, der Post-Punk-Podcast. Ich bin Lutz Schramm, der Moderator der Sendung Paroktikum bei DT64, die Lars hier so oft erwähnt. Lasst es krachen. Post-Punk. Der Post-Punk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 72. Im Schatten von Bela Lugosi, Bauhaus und deren Nachfolger. Post-Punk zu Episode 72, deren Name für einen Baustil, einen Baumarkt und eine Band steht. Bei uns geht's natürlich um die vier Briten Peter Murphy, Daniel Ash, David Jay und Kevin Haskins, seit 1978 als Bauhaus zu Post-Punk und Gothic-Ikonen geworden. Und jetzt kommen noch zwei Namen, nämlich Lars Schmidt, das bin ich, und Marc Thomé, das ist die andere Stimme. Ja, das bin ich. War früher großer Bauhaus-Fan. Also das war so eine der ersten Post-Punk-Bands, die ich so kennengelernt habe, als ich so anfing mit dieser Untergrundmusik. Und einer meiner Kumpels, der hatte alle Bauhaus-Platten da. Und da habe ich mir alles überspielt und ich war hin und weg. Also das war für mich so eine der ersten wirklich mega großen Entdeckungen irgendwie so aus dem Post-Punk-Bereich. Und das war für mich schon irgendwo was ganz extrem Krasses und irgendwie total Tolles und Vielfältiges. Und vieles von dem stimmt auch heute noch. Jetzt habe ich mir alles nochmal mehrfach angehört. Ich weiß nicht, so ein bisschen so diesen Nimbus, den die für mich mal hatten, also eine der Überbands, den haben sie jetzt irgendwie nicht mehr. Aber es ist so ein bisschen tricky, wenn man sich jetzt damit befasst, auch so mit der Veröffentlichungshistorie von denen, auch mit dem Stellenwert, gerade auch innerhalb der Goth-Szene, den die ja haben, und vielleicht auch so ein bisschen die Art und Weise, wie die selber damit umgegangen sind, weil eigentlich sind das ja gar nicht so Gothics irgendwo, obwohl sie das halt total mitgeprägt haben. Die reihen sich in die Reihe von Musikern ein, die von der Gothic-Szene geliebt werden, aber selber sagen, sie sind ja gar nicht Gothic. Das macht ja ein Robert Smith genauso wie ein Andrew Eldritch. Ich weiß es nicht mehr genau, wann ich die kennengelernt habe. Ich weiß, ob es noch irgendwie zu Ostzeiten war, über irgendeinen dunklen Kanal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder erst danach. Dann. Aber ich meine, es war auf jeden Fall She's in Parties, der Song, der meine erste Begegnung mit Bauhaus war. She's in Der hat aber damals keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben, weil ich bin wirklich erst dann relativ spät dazu gekommen, mich mal näher mit der Band zu befassen. Also dann wirklich schon Mitte, Ende der 90er, also als ich dann wirklich halt auch selber schwer Gothic war. Und habe dann festgestellt, dass ich vieles von denen irgendwie, dass mir das gar nicht so gelegen hat, dass ich das gar nicht so gemocht habe. Warum? Weißt du das? Kannst du das irgendwie definieren? Ja, weil es mir nicht melodisch genug war, nicht eingängig, zu krachig vielleicht gar nicht, irgendwie zu sperrig, zu schräg. Ich habe mir dann später mal die Best-of von denen gekauft, Crackle, glaube ich, heißt sie, von 98 oder so. Ich glaube, die damals im Zuge dieser ersten Reunion irgendwie erschienen, wo halt so die ganzen Hits und die Singles halt alle drauf sind. Und das hat mir immer gereicht. Und jetzt habe ich mir auch dann mittlerweile auch mal alle Alben angehört und bin zu dem Schluss gekommen, die brauche ich eigentlich nicht, mir reicht die Best-of. Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zu der Geschichte. 78 in Northampton, das ist ein bisschen nördlich von London, gegründet. Peter Murphy, der Sänger, den kennen wir ja alle auch dann von der Solo-Karriere. Dann Daniel Ash an der Gitarre und dann die Brüder David Jay Haskins und Kevin Haskins am Bass beziehungsweise an den Drums. Und ich glaube, die ganze Historien-Scheiß, den können wir uns auch mal so ein bisschen sparen. Lustig fand ich halt, dass die damals sich bei den Plattenlabels irgendwie mit Videobändern beworben haben, weil auch damals anscheinend schon die Band eben auch durch die Präsenz, vor allen Dingen natürlich auch durch das Ego und so das Charisma von Peter Murphy, natürlich irgendwo schon sowas gesehen haben, was die ziemlich allein stellt auch. Aber viele von den Labels hatten ja dann überhaupt keine Möglichkeit, diese Bänder halt abzuspielen. Hast du ja auch gelesen, hier in dem, wir empfehlen es jetzt zum 120. Mal, Dave Thompsons Schattenwelt. Irgendwann dürfte der Verlag uns mal dafür honorieren. Ja, finde ich auch so. Irgendwie. Da wir haben die Bücher gekauft, jeder eins davon, also wir haben sie bezahlt. Ja, war auch gar nicht so günstig. Nee, war gar nicht so billig, glaube ich. Aber jedenfalls tolles Buch, wenn man sich für diese Art von Musik interessiert. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn.
Die Plattenlabels konnten das nicht abspielen, weil die einfach kein Videogerät hatten. Im Nachgang haben sie dann halt angefangen, auch Sound oder Demo-Tapes zu machen, ja. Und bekamen dann halt eben diesen Vertrag oder beziehungsweise die Möglichkeit, auf einem kleinen Independent-Label Small Wonder so erste Sachen im Studio aufzunehmen. Und da ist dann halt gleich Bela Lugosi's Dead entstanden, was ja auch total freaky ist, weil das ja eigentlich so der Signature-Song von Bauhaus ist, der aber eigentlich mit dem, was sie danach gemacht haben, gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat, den sie damals auch live im Studio eingespielt haben. Bela Lugosi's Dead. Weil, wenn ich dich da mal kurz ergänzen darf, der damalige Studiobesitzer namens Derek Tompkins hat dazu gesagt, sie kannten sich ja auch gar nicht mehr der Technik genug aus, um irgendetwas anderes zu tun. Also die haben sich da hingestellt und haben das Ding halt einmal runtergerotzt und haben, naja, Welthit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Kulthit. Sie haben quasi für sich selbst und dann auch für die Gothic-Szene, die es damals weder gab noch so hieß, geschaffen. Und das Komische an der ganzen Sache ist ja auch, dass das ja so ein Selbstläufer dann geworden ist, ne? Also die haben sich ja thematisch jetzt nicht gesagt, so wir machen jetzt mal hier irgendwie einen der ersten großen Krufti-Hits, sondern das war ja eher so ein bisschen, ne, sie hatten sich über expressionistische Filme und über Dracula unterhalten und haben da so eine gewisse Sexualität auch irgendwo, vor allen Dingen halt in Bram Stokers Dracula-Roman entdeckt und natürlich auch Man höre sich unsere Halloween-Folge über die Vampire aus dem Jahr 2022. Ich glaube, Murphy kannte, glaube ich, auch Bela Lugosi gar nicht. Der kannte nicht. Also es gibt die Geschichte, dass Daniel Ash, der die Idee zu dem Song hatte und von dem auch der Refrain stammte, dass der am Telefon Peter Murphy die Idee und diesen Refrain durchgegeben hat. Und Peter Murphy, der hätte wohl irgendwie Bela Luigi oder sowas verstanden. Es ist ja total dubby, ne? Also vor allen Dingen David Jay ist ja ein ganz großer Dub-Fan. Und diese ganzen Geräusche und dieser Hall und was da so alles drüber gelegt ist und die Bassline, schon eigentlich so ein bisschen so... Hört man auch bei anderen Songs in der späteren Bauhaus-Karriere immer mal wieder auch, dass sie da gerne so diese Dubby-Anleihen mit Echos und so weiter arbeiten. Die kannten sich ja schon alle, vielleicht auch noch das noch gesagt, die kannten sich ja auch alle vier schon vorher von der Schule und haben dann, ich sag mal so, über die gemeinsame Liebe zu Glamrock und im Speziellen zu David Bowie dann ja eben auch zusammengefunden und zu dieser Musik. Ein anderes Buch, was wir hier an der Stelle schon häufig erwähnt haben, ist das Rip It Up and Start Again über den Postpunk von Simon Reynolds. Und der hat in seinem Buch nämlich Bauhaus den wichtigsten Bowie-Ersatz für die Gothic-Szene genannt. Das fand ich auch sehr schön. Interessant fand ich jetzt nochmal Dave Thompson, der irgendwie geschrieben hat, was passiert ist dadurch, dass dieser Song so zu diesem Signature-Song von Bauhaus wurde. Bauhaus hatten ein Monster geschaffen und dieses Monster machte sich wiederum an die Neuerschaffung von Bauhaus. Mhm. Also die wollten das gar nicht so, dass man das so auf dieses düstere, ja, wie soll ich sagen, so auf diese Gothic-Themen irgendwie so runterbricht. Aber dadurch, dass der Song halt so erfolgreich war und dann natürlich auch sie so ein bisschen die Performances dann auch, glaube ich, bei den Live-Konzerten dem angepasst haben, wurde das eben wirklich zu so einem Selbstläufer, was die Band wahrscheinlich am Anfang überhaupt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Weil auch wenn man sich anhört, was danach halt so kommt, sie haben ja dann als zweite Single 1980 Dark Entries veröffentlicht, was für mich einer der geilsten Bauhaus-Songs ist, weil der geht richtig nach vorne. Sehr punky, sehr krachig. Dann kommt irgendwie Terror Couple Kill Colonel, der so ein bisschen vor sich hin blubbert. Und danach kommt halt ein Cover von T-Rex, Telegram Sam, das geht wieder nach vorne. Und dann kommt halt das erste Album in The Flat Field. Und das wiederum ist dann aber auch so von der Gesamtheit gesehen her total Gothic-mäßig. Wird ja im Nachgang, damals waren die Kritiken nämlich gar nicht so gut, wird im Nachgang zu einem der wichtigsten Gothic-Alben ever irgendwo so gemacht. Und ich finde, es hat sich's auch verdient, weil das nämlich ein ziemlich fieses Ding ist. Das geht ja dann so los mit Double Dare und danach kommt In the Flat Field. Das sind ja so zwei wirklich relativ bösartige
Songs. In the Flatfield ist ja so ein klassischer Post-Punk-Song eigentlich, der mit diesem ganzen Expressionismus, Dracula, Vampir-Thema überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern es geht eben um diese ganz klassisch Post-Punk-mäßig, Punk-mäßig, um diese Orientierungslosigkeit, um diese Perspektivlosigkeit der Jugend in diesen englischen Industriestädten. Und diese ganze Platte In the Flatfield ist ja, sagen wir mal, eher so stimmungsmäßig Joy Division, würde ich mal sagen, als jetzt irgendwie so klassischer Gothic. Aber sie ist sehr krachig, sie ist sehr finster, finde ich, sie ist sehr schräg. Und ich finde, das ist so die in sich, wie sagt man da, konsistenteste Platte, die gemacht haben. Weil die Stimmung ist eigentlich relativ durchgehend gleich finster. Und deshalb kann ich das schon nachvollziehen, dass man sagt, gehört zu den 10 wichtigsten Gothic-Alben aller Zeiten. Du bist nicht so ein Fan davon. Ne? Nee, generell. Ich habe ja, wie ich so schön schon sagte, das ging ja bei allen Platten so. Ich komme da irgendwie nicht ran. Für mich ist das nicht das Gothic, was ich dann hinterher gemocht habe. Vor allem ist es diese Theatralik, die sie haben, die sie ja vor allem live dann auch nachher zu ihrem Markenzeichen gemacht haben, aber die sie eben auch in ihren Songs durchaus, finde ich, hörbar machen. So. Machen wir erstmal zwischendrin mal ein Bier auf. Wir haben ja was geschenkt bekommen, aber Lars muss genau erzählen. Ja, genau, richtig. Wir haben ja Bieraufrufe gestartet. Es funktioniert. Das erste Bier, was wir bekommen haben, haben wir von Jonas Schulte bekommen. Ich schmeiß dir nochmal rüber. Jonas, vielen Dank. Jonas hat uns mitgebracht 2 Flaschen Arolser, Fürstliche Hofbrauerei aus Bad Arolsen in Nordhessen, mit dem Hinweis, dass das die zweitälteste Brauerei Deutschlands ist, in der ununterbrochen seit der Gründung 1100 Quark gebraut wird. 1131, hier habe ich es mir aufgeschrieben. Wahnsinn, ne? So. Kulturbier. Ja, und das ist einmal ein Pilz und das andere ist, glaube ich, ein dunkles. Dunkles, ja. Und boah, das ploppt aber auch. Ihr hört, es sind Bügelflaschen und wir fangen jetzt mal mit dem Pilz an. Und während ich das eingieße, geht mein Gruß an einen weiteren treuen Hörer und Bierspender, nämlich an Rob Bauer aus den Niederlanden. Rob, du weißt, wir haben schon geschrieben, dein Paket ist angekommen. Wir trinken es in der nächsten Folge und das hat einen ganz besonderen Grund, denn das besondere Bierpaket, das du uns geschickt hast, das braucht auch eine ganz besondere Würdigung und die bekommt es in der nächsten Folge. Also. Und ihr merkt auch, ne, wenn ihr uns Bier schickt, wir würdigen das dann auch in der Folge, weil wir uns wirklich freuen darüber. Also das so, ist jetzt auch nicht dann ist mir noch aufgefallen bei unserem Thema, wenn man dem Bandnamen Bauhaus ein R hinzufügt, dann wird ein Brauhaus draus. Ist richtig, ja. In diesem Sinne dann entschuldige ich mich für diesen schlechten Karlauer und sage: Ach Quatsch, der war doch super. Ziemlich vollmundiges Pilz, aber nicht so wahnsinnig herb. Ne? Nee, nicht herb. Doch, hier kommt aber hinten, der Abgang ist relativ herb dann. Aber gut, kann man sich dran gewöhnen. Nochmal zurück zu Bauhaus. Nochmal zurück zu Bauhaus. Was du gesagt hast mit der Theatralik und so, es ist so ein bisschen schwierig, das irgendwie zusammenzufassen, weil man kann der Band ja nicht unterstellen, dass die jetzt hier irgendwie so einen Gothic-Style, sagen wir mal, bewusst kreiert hätten. Das ist ja irgendwo so peu à peu eigentlich so entstanden. Und diese Theatralik, das eine ging mit dem anderen irgendwie Hand in Hand. Peter Murphy hat dann gemerkt, die Fans finden das irgendwie geil, wenn er da halt in so einem engen schwarzen Höschen und oben ohne mit teilweise auch dann halt schwarz geschminkten Augen genau, da halt da irgendwo auf der Bühne stand und die anderen Jungs da halt in schwarzen Klamotten um ihn rum sind. Teilweise ja auch die ganze Bühne schwarz, halt nur so ein paar ganz Strahler an. Spots, ganz wenig Licht. Also ja. Er wurde zu dieser Kunstperson, ohne das vielleicht so wirklich auch zu wollen. Murphy sagt selbst so, das, was schließlich Gothic Rock wurde, war eine Pop-Mutation der oberflächlichsten, kitschigsten Gothic-Aspekte. Damit meint er, dass genau das, was sie eigentlich auch gemacht haben, nämlich dieses Horrormäßige, was ja in England eben Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hat und was man dann mit dem deutschen expressionistischen Film auch fortgesetzt hat, zentrale Elemente
sozusagen destilliert, ist ja dann so das, was Bauhaus auf der Bühne dargestellt haben. Ich finde es dann halt wiederum lustig, dass dann halt der Protagonist dessen eher so abwertend darüber urteilt, weil er hat es ja eigentlich erschaffen. Ne? Genau. Und das ist so ein bisschen dieses Komische, diese Ambivalenz bei dieser Band, die ich nie so ganz verstanden habe. Und er ist ja sozusagen das männliche Pin-Up für die Gothic-Szene geworden. So wie Suzy für die Mädels ist, war er ja das Vorbild für die Jungs. Da gibt es ja die schöne Geschichte, auch steht, glaube ich, auch in diesem Buch drin, als die in London irgendwie ein Konzert haben und er mit einem Techniker der Band dann dorthin gegangen ist zu der Location und die ganzen Fans dann auf der Straße gesehen hat. Und dann hat er so irgendwie zu seinem Techniker wohl gesagt, wie die Leute alle aussehen, wie rennen die alle rum, ne? Das ist total schräg. Und dann hat der Techniker zu ihm gesagt, ne, was wunderst du dich, guck dich doch mal selber an. Genau. So, ne, also... Ja, hat er nicht so wahrgenommen. Nicht so, egal. Genau. Er ist jedenfalls aber das Vehikel gewesen für den Erfolg, weil die Musik kam ja eher von David Jay und von Daniel Ash. Gerade David Jay, großer Dub-Fan, und das Dub-Element findet immer wieder Eingang. Also gerade auch im Rahmen von der zweiten LP Mask mit der wirklich ziemlich geilen Single Kick in the Eye, das ist ja schon ziemlich cool. Oder in 4/4, es gibt einen geilen in 4/4 Dub. Darum finde ich die Band ja auch nach wie vor geil. Also die sind musikalisch, sind die schon absolut wichtig und nicht umsonst haben die auch so einen hohen Stellenwert und so einen Einfluss, was spätere Musikergenerationen anbelangt. Weil eben gerade, wie du schon gesagt hast, also der Bassist Daniel Jay und der Gitarrist Daniel Ash in Kombination, glaube ich, schon ziemlich genial miteinander funktioniert haben und was die da musikalisch sich ausgeheckt haben. Die sind eben auch neue Wege gegangen und ich sag mal so einfach oder normal war ihnen zu billig. Also die wollten es eben auch Grenzen austesten. Wir kommen ja nachher drauf bei Tones on Tales, ja, wo sie sich ja noch mehr in der Richtung austoben konnten. Und so in diesem Verbund dann mit so einem charismatischen Frontmann und Sänger wie Murphy hat es dann halt funktioniert. Dann drittes Album, Sky's Gone Out. Lustig ist natürlich die Geschichte rund um Spirit. Weil die haben ja Spirit mit einem Produzenten im Studio aufgenommen, der auch dann irgendwie 10 Tage dafür gebraucht hat, weil sie endlich mal in die Top 30 wollten. Und das Ding ist, wenn man es sich im Original anhört, es ist halt schon sehr weich gespült und irgendwie wollten das die Fans nicht hören. Kam dann, glaube ich, nur auf 42 oder sowas. Ja. Haben das dann nochmal neu aufgenommen, in eher so einem Bauhaus-Stil dann. Aber auch das zeigt ja so, ne, die Jungs wollten schon auch den Erfolg. Die wollten da schon irgendwo ganz nach oben. Haben sie dann halt geschafft. Logo mit dem David Bowie-Cover, nämlich mit Ziggy Stardust, was dann halt eben so bis dato das erfolgreichste Teil von denen war. Und damit kamen sie dann natürlich auch zum ersten Mal in Top of the Pops. Und im Nachgang wurde dann eben The Sky's Gone Out dann auch in UK ein Mega-Album-Hit. Und wenn man aber, wir hatten ja schon häufiger so Alben, weißt du, wo eine Single irgendwo überhaupt gar nicht das darstellt, was auf dem Album drauf ist. Und ich glaube, viele, die halt dann so Ziggy Stardust irgendwie geil finden, ist ja noch nicht mal auf dem Album. Ne? Nee, ist ja nochmal eine größere Enttäuschung. Ich glaube, da kannst du als Pophörer damals aber null mit anfangen. Ja. Ne? Aber wenn du dir die anhörst, die The Sky's Gone Out und auch die Burning From The Inside, der Nachfolger, das ist schon wirklich experimentell. Ja, das ist teilweise skizzenhaft. Die probieren sich in ganz vielen unterschiedlichen Styles aus. Ich persönlich finde es halt sehr spannend, aber was sie halt total fehlt, zum Großteil, sind halt wirklich die Hits aus so einer Platte. Klar, She's in Parties ist ein geiles Ding. Der zweite große Hit, der es in die Top 30 geschafft hat und der es auch zu Top of the Pops geschafft hat. Also jedenfalls, trotz allem kann ich es nur jedem ans Herz legen, sich die The Sky's Gone Out und die Burning From The Inside mal anzuhören. Ich finde, wenn man es mit der Mask vergleicht, da haben sie jetzt für meinen Geschmack mit Passion of Lovers, Hollow Hills und Kick in the Eye doch wirklich 3 geile Songs drauf. Ja. Waren ja auch, glaube ich, Dancing finde ich noch gut. Dancing, stimmt, ist auch noch gut. Zur letzten Platte von 83 muss man natürlich noch sagen, die Geschichte dahinter, dass Peter Murphy mit Lungenentzündung im Krankenhaus lag und die Band die neuen Songs alleine aufgenommen hat und auch sich erdreistet hat, auch den Gesang gleich mit aufzunehmen. Und da gab es dann wohl ordentlich Stunk, als Herr Murphy wieder zurück aus der Klinik kam. Letztendlich singt Daniel Ash dann einen Song noch auf dem Album, nämlich den Slice of Life.
Cooles und Ding. Da merkst du schon, Slice of Life könnte auch auf der Tones and Tales drauf sein. Ne? Ja. So. Aber die, ich sag mal so, die Differenzen, die es wohl vorher schon in der Band gab, sind dann da dann richtig zutage getreten. Und am 5. Juli 1983 gab es dann das letzte Konzert. Ja, sie hatten es ja vorher schon angekündigt, dass das letzte Album wird. Man merkt dann halt auch so, dass sich das irgendwie dann doch auseinanderentwickelt hat. Wir machen mal das zweite Bier auf. Genau, mach du mal auf und ich erzähle noch eine kleine Geschichte aus der Anfangszeit der Band, die ich vorhin irgendwie vergessen habe. Ich musste mal ganz kurz ploppen lassen. Mal gucken, ob das zweite genauso gut ploppt. Geil. Gib mal Gläschen. Mal gucken, ob das Mikro jetzt noch geht. Ja, alles kaputt gemacht. Ich spreng das jetzt die Boxen da irgendwie von den Hörern. Als die nämlich noch in ihrer Anfangszeit waren, wenn in ihrer Stadt da Northampton irgendwie Konzerte waren, dann sind sie immer dahin und unangekündigt und haben einfach ihr Equipment auf der Bühne aufgebaut, in der Hoffnung, dann spielen zu können. Es hat wohl auch fast immer geklappt, wo dann alle gesagt haben, ja komm, jetzt spielt. Also machen wir das halt. Fand ich wirklich sehr schön. Dreist, aber so genau. Klassische Punk-Attitüde. Und bei ihrem ersten Auftritt, der fand an Silvester 1978 statt, haben sie viermal Raw Power von den Stooges gespielt, weil das eigene Equipment, das eigene Repertoire noch nicht so üppig war. Dann haben sie sich getrennt, hatten wir gerade gesagt. Ja. Nee, wir trinken erstmal Bier. Ja, also wir trinken jetzt das Arol sehr dunkel. Ja, bin ich auch mal gespannt. Zum Wohle. Prost Punk. Es sind nur kleine Flaschen. Ist sehr malzig. Ja. Aber hat jetzt nicht... riecht anders als es schon. 5,5%, also eigentlich so Exportstärke, ein bisschen mehr. Ja. Schmeckt ein bisschen nach Altbier oder nach Schwarzbier. Also wollen wir dann... Also ich sag mal so, die haben sich dann 83 getrennt, wir haben es erzählt, und haben dann getrennte Karrieren angestrebt. Dann gab es 98 eine Reunion, um jetzt mal das Kapitel Bauhaus abzuschließen und dann auf die Werdegänge der anderen, der einzelnen Musiker einzugehen. Ja, und es gab halt dann nochmal ein Album 2008, ne? Genau, also 98 die Reunion, vier monatige Tour durch Europa und die USA. Dann kam ein Jahr später das Live-Album Gotham von dieser Tour. Und dann gab es nochmal 2008 ein Comeback, da haben sie auch nochmal ein Album rausgebracht. Go Away White heißt das. Aber auch da haben sie sich im Studio wieder heillos zerstritten. Da gibt es ein Zitat von Peter Murphy aus einem Interview auf laut.de, wo er gesagt hat, so schlimm wie wir streitet man sich nur, wenn man sich wirklich nahe steht. Wir lieben einander wirklich sehr, wir sind wie Brüder und ungleiche Brüder streiten eben oft wie die Kesselflicker. Aber sie scheinen halt ohne einander auch nicht richtig zu können, denn auch in der jüngeren Vergangenheit, also 2021 und 2022, gab es dann wieder gemeinsame Auftritte. Ja, ich habe mir das Go Away White jetzt zweimal angehört, da sind so ein paar ganz nette Sachen drauf, wie der Opener Too Much 21st Century, der geht richtig nach vorne. Der Rest ist aber jetzt eher schwach. Cool ist jetzt die 2022er Single Drink the New Wine, weil die total dubby wieder ist. Mhm. Also die klingt wieder so back to the roots. Aber die Go Away White muss man nicht unbedingt haben. Macht jetzt nicht so viel Sinn, sich das zu kaufen. Sinn zu kaufen machen aber, finde ich, die beiden Alben, die Künstler direkt nach der Auflösung von Bauhaus gemacht haben. Wir können ja mal mit Tones and Tales anfangen vielleicht. Mhm. Können wir machen. Also das war zunächst mal Daniel Ash und der Bauhaus-Roadie Glenn Campling am Bass. Später kam dann noch Kevin Haskins dazu. Der Drummer. Nachdem sich die Band aufgelöst hatte. Die haben zwei EPs gemacht, nämlich die EP Tones and Tales von 82 und die EP Burning Skies von 83, meine ich. Und dann kam das einzige Album, nämlich Pop von 1984. Und jetzt muss ich dich gleich mal fragen, wie du es findest, weil für mich ist es eins der 10 besten Alben der Post-Punk-Ära. Ich finde das fantastisch. Boah, ob ich das so hoch? Nee, so hoch würde ich es nicht ranken. Ich finde es gut, also ich finde es auch absolut unterschätzt, aber ich würde es trotzdem nicht so hoch ranken. Da würden mir jetzt, glaube ich, relativ spontan 10 Alben aus der Post-Punk-Ära einfallen, die ich höher ranken würde. Also ich hatte es damals auf Kassette und habe das jetzt seit bestimmt 30 Jahren nicht mehr gehört und habe es jetzt über Spotify dann nochmal neu mir angehört und musste es mir auch direkt kaufen, weil mir ist dann wieder eingefallen, dass ich das damals wirklich so 88, 89... Das lief bei mir wirklich in Hot Rotation. Und jetzt, wo ich es jetzt wieder habe, läuft es bei mir auch wieder beständig, weil ich finde,
das verkörpert für mich so ziemlich alles, was irgendwie Post-Punk so ausmacht, weil es halt so mega abwechslungsreich ist. Mhm. Also die Kritiker haben ja irgendwo auch die stilistische Vielfalt des Albums gelobt. Das Ding geht ja los, also das Tones and Tale Album Pop mit Lions, ja, das ist so ein bisschen sphärischer, Dubby-Gedöns. Danach kommt mit War so ein Funk-Punk, Disco-Punk-Kracher. Dann kommt irgendwie Happiness, das klingt so ein bisschen nach Love Cats. Da kommt noch ein Dub-Track. Dann kommt irgendwie mit Performance, der zweiten Single-Auskopplung, so ein reines Synthie-Pop-Stück. Dann kommt unter anderem noch dieses Stand of Fungus, heißt das, glaube ich. Das klingt so, als würden die Neubauten das Bohemian Rhapsody vertonen. Ja, das sowas halt so, so total ein Kabarett-Song irgendwie, so eine A Cappella-Nummer. Und ganz plus kommt noch Rain, was ja eine total tolle Hommage an Krautrock, an Kraftwerk ist. Also für mich ist das ein ganz, ganz tolles Album. Dazu kommt ja noch, dass die mehrere Singles rausgebracht haben, die auch mega, wie soll ich sagen, einflussreich sind. Auf der Lions B-Side war Go. Das ist so ein Proto, wie soll ich sagen, Rave, Indie House, sonst was, Kracher. Das haben die dann nochmal 84 neu als Single rausgebracht, weil alle sagten so, mein Gott, ey, was habt ihr denn da rausgebracht? Das ist ja irgendwo Dance hoch 10. Ja, so praktisch so ein bisschen so auf einer Ebene mit den Sachen, die New Order damals gemacht haben. Und sowas ist denen da irgendwie einfach mal so nebenbei rausgerutscht. Leider alles ein bisschen unterm Radar durchgeflogen. Und leider, weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde Laugh and Rockets, die Nachfolgeband von Tones and Tale, wo dann auch David Jay wieder dabei war. Also alle drei Bauhausmusiker bis auf Peter Murphy. Richtig. Mit Laugh and Rockets kann ich ja nicht so viel anfangen. Ich überhaupt nicht. Ich bin auf Tones und Till vor allem aufmerksam geworden durch Songs wie Christian Says, was ja die letzte Single war. Typisches Gothic-Ding. Genau, die eingängige so. Und eigentlich die einzige, die so ein bisschen in diese Richtung so richtig geht. Performance ist auch schon ziemlich eingängig. Aber das ist eher Pop. Und das, nee, ich meine so, weißt eher du, was elektronisch. So, was so, genau, also beides aber in der Gothic-Szene total angesagte Songs. Das waren so meine ersten Berührungen mit Tones and Tale. Deswegen war ich dann, als ich dann das ganze Album zum ersten Mal gehört habe, so ein bisschen geschockt. Weil ich habe jetzt natürlich mehr von diesem Stil erwartet. Und das kriegst du da ja nicht, wie du schon gesagt hast. Ja, sehe ich genauso. Ja. Also ich bin finde es auch schade, weil die hatten wirklich mit dem, was sie da gemacht haben, keinen Erfolg. Das änderte sich dann interessanterweise halt mit Laugh and Rockets, vor allen Dingen in den USA. Da ging es ja dann wirklich mit dem 89er-Song So Alive bis auf die 3 der US Billboard 100. Das ist natürlich schon das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Insgesamt, nachdem David Jay zurückkam, hat man sich halt wieder so ein bisschen auf die Wurzeln besonnen. Die kommen ja alle so ein bisschen aus so einer Glam. Hatte ich ja gesagt, das war ja so der gemeinsame Nenner, ne? Das war der gemeinsame Nenner. Ich finde jetzt aber auch gar nicht mal, dass die Laugh and Rockets Platten so wahnsinnig glammy sind. Sie sind halt sehr 70s orientiert, sie sind sehr rock orientiert, teilweise auch ein bisschen 60s orientiert. Ich finde ja. Disco ist da auch. Na, Disco kann ich eigentlich kaum irgendwo sehen, findest du? Ja, weißt du, also die Basslines manchmal so ein bisschen, ne? Also ich habe mir auch nur eine einzige irgendwie Platte von denen mal irgendwann gekauft. Das ist die dritte, die Earth, Sun, Moon von 87. Da sind sie teilweise sehr glammig. Der Opener Mirror People, das finde ich so einer der stärksten Songs, den die gemacht haben, weil der schiebt so richtig. Ansonsten, ja, also mir ist das, also ich muss sagen, was ich im Gegensatz zu den Solo-Sachen von Peter Murphy an Laugh and Rockets noch irgendwie gut finde, es ist sehr retro, also für damalige Verhältnisse. Also sie, bei aller Rockigkeit und bei aller Gitarrenlastigkeit, sie halten Abstand von diesen unsäglichen, bekotzten Hardrock-Synthi-Scheiß-Sounds aus den 80ern. Weißt du, was ich meine? Also sie sind schon so späte 70er, mega, es ist so mega retro, ja. Also auch ein bisschen 60s, ne? So, es gibt ja so ganz coole Sachen von der zweiten Platte.
Sag du. Es gibt halt dieses Cover Ball of Confusion. Das ist geil. Ja, das finde ich zum Beispiel auch cool. Ist, und das geht ja auf einen Temptation-Song zurück. Das war irgendwie so, ich habe gelesen in der Story, das war so der Auslöser auch. Also sie haben noch, als sie noch offiziell Tones und Tail waren, haben David Jay und Daniel Ash bei Proben immer wieder dieses Ball of Confusion gespielt und haben sich dann beschlossen, wir nehmen den Song jetzt auf, aber der passt irgendwie nicht zu Tones und Tail. Mm. Dann gründen wir mal eine neue Band und dann kam halt der Entschluss, die Tones und Tail zu Grabe zu tragen. Und dann hat man sich eben überlegt, was könnte dann diese neue Band sein, wie könnte die heißen, wofür könnte die stehen? Und dann kam man auf den Titel Love and Rockets, den sie ja einen Comic irgendwie entliehen haben. Und haben dann aber auch gesagt, das war ja auch die Intention, dass sie zum Glam zurückkehren wollten, denn Daniel Ash hat gesagt, die Zeit, als wir Teenager waren und zum ersten Mal mit Rockmusik in Berührung kamen, das war eben die Zeit des Glams. Und diese Gefühle, die wir damals hatten, die wollten wir wieder aufleben lassen. Ja, also hat jetzt so, glaube ich, mit Musik, die wir so prinzipiell gut finden, relativ wenig zu tun. Ja. Also ich kann es mir, wie gesagt, ganz gut anhören, aber ich sehe da jetzt auch irgendwo keine Motivation, da irgendwie tiefer einzusteigen. Haben ja auch, sagen wir so, einen gewissen Anlauf gebraucht. Ne? Das Debütalbum kam dann 1985 rauf, das heißt Seventh Dream of Teenage Heaven, hat halt keinen hinterm Ofen vorgelockt. Ne? Weder die Fans, die Bauhaus-Fans schon gar nicht, noch neue Fans, die Kritiker auch nicht. Und wie gesagt, dann hat es halt bis zum vierten Album, glaube ich, gedauert, ne? Das dann auch Love and Rockets heißt, wo dann der von dir schon angesprochene Song So Alive drauf ist, und das war dann eben dieser Riesenhit, und danach konnten sie daran ja auch nicht mehr anknüpfen. Dann haben sie sich Anfang der 90er eher wieder elektronisch, Solo, ne? Genau, so, haben eher auch wieder auch Solo-Projekte noch nebenher gemacht, sind dann eher so ein bisschen elektronisch geworden. Dann ist ihnen bei den Aufnahmen zur nächsten Platte, die sollte 94 erscheinen, ist ihnen dann ja das Studio abgebrannt, inklusive aller Demos und Instrumente, die sie damals hatten. Tja, und dann, wie gesagt, kam Grunge, und dann hat auch nach der Musik irgendwie keiner mehr gefragt. Die Plattenfirma hat das Interesse verloren. Und 99 haben sie dann Schluss gemacht. Ja, spannend. Soweit bin ich jetzt gar nicht in die Geschichte von denen irgendwie so vorgestoßen. Ich hatte mich eigentlich jetzt nur noch so mit den 80ern auseinandergesetzt, aber kann ich gut verstehen. Die wurden dann da irgendwie obsolet. Das ist dann halt nun mal so. Nehmen wir mal so einen Hit wie So Alive. Naja, mein Gott, das ist ja so ein gediegener Spät-80er-Popsong, ne? Also den kannst du auch auf so einer Cocktailparty spielen, wenn alle irgendwie... So, hat so HR1. Wenn alle so, alle Yuppies im feinen Zwirn dann, keine Ahnung, ihren, weiß ich was, hier Manhattan oder Kaipi schlürfen. Damals war es halt irgendwo, hat einen Nerv getroffen, vor allen Dingen in den USA, ne, dass das Ding halt dann doch so erfolgreich wurde. Genauso wie auch Peter Murphy erfolgreich wurde, auch wenn das am Anfang noch nicht so aussah, weil der hat ja dann nach seiner Trennung von Bauhaus das große Problem gehabt, dass er festgestellt hat, er ist halt nun mal kein Musiker. Ja, ne, also kann er das zwar singen, aber... Er konnte zu dem Zeitpunkt halt keine Musik irgendwo schreiben. Also der hatte so ein bisschen so ein kreatives Loch gehabt. Und dann taucht halt Mick Karn auf, der leider 2011 verstorben ist, der Bassist von der doch auch relativ einflussreichen Band Japan, die irgendwie so zwischen Roxy Music und Glam und New Wave so hin und her oszilliert. Man kann das so ein bisschen schwer beschreiben, was die für eine Musik gemacht haben. Und der wiederum, der gute Mick, hatte ganz viele Ideen, aber die Plattenfirmen wollten ihn nicht, weil sie das eben langweilig fanden. Und dann haben die beiden sich halt irgendwie so ein bisschen gefunden, weil Peter Murphy auch großer Japan-Fan war, und haben hier ein Album zusammen gemacht. Und das finde ich zum Beispiel auch wieder total cool. Also das ist The Waking Hour von 1984, sind auch nur 7 Tracks drauf. Die werden dominiert. Das heißt, du musst das Projekt heißt oder die Band? Achso, Dali's Cars, sorry, habe ich vergessen. Und das wird ziemlich dominiert von Mick Karns Bassspiel, was er schon bei Japan gemacht hat. Und dazu kommt halt noch, dass Mick Karn ja so ein Multi-Instrumentalist war und ganz viel geiles Synthi-Primborium da mit reingeschraubt hat. Und dann haben die sich immer so die Musik hat er dann an
Pete Murphy geschickt und der hat dann irgendwie seine Textpassagen drüber geschrieben. Man hat das dann hin und her geschickt. Also man war jedenfalls, glaube ich, fast nie mit zusammen im Studio. Und es ist interessant, weil Khan sagt dann halt so, naja, ich hatte dann halt bei meiner Musik immer so Passagen reingepackt, wo ich dann dachte, da singt Murphy drüber. Und Murphy sagte dann so, nee, die Passage ist so geil, da singe ich natürlich nicht drüber, hat dann lieber über irgendwelche anderen Passagen. Also es war so ein bisschen schwierig, glaube ich, die beiden zusammenzubringen. Ja. Dennoch ist das Album, ich weiß nicht, wie du es findest, also ich finde es... Zwei Worte. Ich finde es super. Verkopfte Kunstscheiße. Okay, also ich komme damit wunderbar klar, ich muss es mir dreimal anhören, aber ich finde so Sachen wie His Box, das ist so das Promo-Ding, was rauskam, um die Platte zu proben, also zu promoten. Das ist das Einzige, was geht. Nothing ever happens in His Box. Der Opener, ne? Von dem Album, meine ich. Ich meine ja. Es ist schon so dieses komische New Romantic-Ding, was hier aber nochmal mit mehr Technik und mit tolleren Synthes und sowas ziemlich aufgebrezelt wird. Das war für mich nochmal so eine kleine Offenbarung. Für Peter Murphy war es keine Offenbarung. Nee, es ist gnadenlos. Es ist total gefloppt und er hatte danach auch keinen Bock mehr drauf. Also Mikan hätte noch weiter Interesse dran gehabt, da was zu machen. Dann sagte aber Pete Murphy, nö. Dann mal lieber meinen eigenen Kram und das ist natürlich jetzt boah, es ist also er hat 86 mit seinem Debütalbum gestartet. Should the world fail to fall apart? Ja, das aber ist eher Pop. Also und ein Flop. Pop-Flop. Ja, danach wird es ja dann besser. Aber ich, wie soll ich sagen, es ist anders als Love and Rockets ultra am Zeitgeist orientiert. Ja. Also es klingt sowas von 80s-mäßig und es ist dementsprechend auch echt sauschlecht gealtert, oder wie siehst du es? Ja, auch da musste ich mich jetzt erstmal irgendwie mit befassen. Ich kannte von seinem Solo-Werk nicht so viel. Ich glaube, das dritte Album war es dann, Deep. Das kann man sich anhören, auch wenn es, wie du schon sagtest, das ist jetzt damalige Zeitgeist. Interessant fand ich da, dass man da so die ersten Anklänge so ein bisschen von Weltmusik hört bei einigen Songs. Er war ist dann ja oder hat dann ja eine Türkin geheiratet und nach Istanbul gezogen, ist dann ja auch irgendwann zum Islam konvertiert oder speziell zu einer speziellen zum Sufismus oder so, irgendwie so einer Strömung. Ah ja, hier habe ich es mir noch aufgeschrieben. Sehr genau, das, der Sufismus, eine mystische Strömung innerhalb des Islams. Und das fließt da natürlich dann so langsam mit rein. Er ist auch ein großer Fan von Dead Can Dance in dieser Zeit geworden. Und das hat ihn da auch so ein bisschen musikalisch beeinflusst. Aber ja, ich meine, was mich dann total überrascht hat, weil ich das auch nicht wusste, dass er dann ja auch mit dem Album und auch mit der Single Cuts You Up auch so ein Mega-Hit in den USA gelandet hat. Aber auf jeden Fall hat es geholfen, ihn einem Mainstream-Publikum auch bekannt zu machen. Und das hat natürlich dann der Popularität geholfen, sodass er dann eben in den frühen 90ern in den USA schon erfolgreich gewesen ist, ein erfolgreicher Solokünstler geworden ist, hatte ich ja am Anfang schon mal irgendwo erwähnt, bis auch ihn dann quasi die Grunge-Axt erwischt hat. Und er dann eben auch nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen konnte, schon mit dem Nachfolgealbum ja schon nicht mehr. Dann ging es halt peu à peu auch für ihn bergab, inzwischen leider auch gesundheitlich, hatte 2019 einen schweren Herzinfarkt, irgendwie zwei Bypass-OPs, aber er steht halt wieder auf der Bühne. Das sieht auch ganz anders aus, ne? So keine Haare mehr oben, nur noch ums Kinn. Genau, richtig. Ja, also Cuts You Up, würde ich mal sagen, ist tatsächlich ein cooler Song. Aber man muss ihn halt auch eindeutig in den damaligen Zeitkontext irgendwie so rein mit reinnehmen. Also er kommt aus diesem Zeitkontext, das ist soundmäßig eben so dieser Übergang von den 80ern zu den 90ern. Ich finde so, er hat halt mit Deep, dem dritten Album, ist ja eben einfach drauf und dran, auch immer zu gucken, womit er eben irgendwo Erfolg haben kann. Alleine der Opener von der Deep, dieses Deep Ocean Vast Sea, ist so ein Dark Wave Ding, wie das halt so Ende der 80er halt klang, ne? Also so ein bisschen poppig schon, aber halt so ein bisschen düsterer alles. Es hat auch so Neofolk-Einklänge, so durch gerade bei den eher akustisch klingenden Stücken, so durch dieses Gitarrenspiel, so, ne?
ich sag mal so, er wagt da jetzt nicht unbedingt das Experiment, nee, aber wie, passt wie sich seine ehemaligen Bandkollegen. Ne? Ne? So, also ich würde auch sagen, er guckt so ein bisschen, also meine ja eben, das ist mein Publikum und ich bediene die jetzt mal mit Musik. Genau, er hat ja auch immer, wenn er Konzerte gegeben hat, er hat ja auch immer Bauhaus-Songs mit im Repertoire. Ja, also, aber wir haben ihn ja die ganze Zeit schon so auch charakterisiert, dass es natürlich auch immer um Selbstdarstellung und um Selbstbeweihräucherung und sowas geht und da bedienst du dann natürlich auch mal so ein bisschen das, was die Fans von dir hören wollen. Dennoch Cuts You Up oder auch All Night Long vom Vorgängeralbum Love Hysteria sind ja doch durchaus okay Dark Wave Songs, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass Peter Murphy Solo-Gedöns. Ich finde einen Song vom Nachfolgealbum von Deep, da gibt es den Song You Are So Close. Den finde ich auch noch hörens- und empfehlenswert. Deswegen sage ich das hier jetzt auch gerade. Siehst du, soweit bin ich gar nicht mehr voran. Geht aber auch so, so stilistisch in diese Cuts You Up. Schiene. Ja, ich meine auch, er hat natürlich damals dann auch so richtig schön MTV bedient. Ne? Es gibt dann sehr schnieke Videos dazu und man passt sich halt den Marktbegebenheiten an und es hat ja dann auch ganz, ganz gut geklappt mit dem einen oder anderen Hit. Und er hat dann ja sogar in der Twilight-Saga mitgespielt. Ach komm, das wusste ich nicht. Und zwar in Eclipse. Hat er auch einen alternden Vampir gespielt. Und das Beste ist, er hat sich selber ins Gespräch gebracht. Ach, also ja, das passt eigentlich alles so ganz gut. Er hat auch gesagt, dass die Hauptstellerin in der Twilight-Saga Bella heißt. Heißt sie deswegen, weil Bella sozusagen ein weibliches Pendant zu Bela ist. Ja. Okay, also der ist da schon sehr von sich selbst vereinnahmt. So, ist aber Schluss, glaube ich, mit Bauhaus, oder? Richtig. Ich würde noch mal einmal ganz zum Schluss noch mal zurück auf Daniel Ash und wie heißt der andere noch mal? Der andere war es, der Haskins. Okay. Die haben nämlich zusammen mit der Tochter von Kevin Haskins 2017 ein Projekt namens Popton ins Leben gerufen. Haben auch einige Konzerte gespielt in der Konstellation. Spielen Songs von Bauhaus, Tones und Teal, Love and Rockets, wobei der Fokus auf Tones und Teal liegt. Gibt auch ein Album, was Popton heißt, kann man bei Spotify hören übrigens. Ach, wie cool, das höre ich mir mal an, da bin ich ja mal gespannt. Genau. Gut, also von daher mega einflussreiche Band, tolle Alben teilweise, aber ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ne? So irgendwie. Dennoch empfehlenswert, aber jetzt auch Schluss. Wie ist das Logo eigentlich, wenn es Bauhaus, wenn es gut werden? Soll oder so? Ich weiß es nicht. Bevor wir jetzt hier anfangen, Quatsch zu erzählen, liebe Zuhörer, machen wir lieber Schluss und sagen Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön nochmal für die Bierspende an Jonas. Genau. In der nächsten Folge gibt es das nächste Bierpräsent vom Rob. Und auf die nächste Folge, das ist ein gutes Stichwort, da könnt ihr euch freuen, denn da feiern wir Geburtstag. Ja. Das stimmt. In diesem Sinne, folgt uns in den sozialen Medien. Und wie gesagt, freut euch aufs nächste Mal. Jo, bis dahin. Hier der Lars und der Marc. Prost, Punk. Jo, in diesem Sinne.